Jo Leute, hier ist wieder Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und heute will ich mal ein kleines Geheimnis mit euch teilen, obwohl es auch nicht so ein Riesengeheimnis ist, aber es machen irgendwie nicht viele Leute. Und zwar, wir haben alle unsere großen Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wollen vielleicht Millionär werden, wir wollen unseren Traumkörper haben, wir wollen unsere Traumfrau kennenlernen. Was auch immer. Und ich verrate euch mal den todsicheren Weg, dahin zu kommen. Und zwar, kleine Babyschritte. In den Mainstream-Medien wird uns oft gesagt oder oft das Bild vermittelt, dass ein Erfolg immer ein Fupp von gleich auf jetzt Ereignis ist. Wie ein großer Sprung. So, man sieht auf einmal seine Traumfrau und bam, ist man super glücklich, verliebt, verheiratet und alles cool. Oder bam, man gründet kurz eine Firma und eine Woche später, pa, Millionär. Sieht man ja heutzutage häufig, dass irgendwelche Softwareentwickler eine kleine App entwickeln und die ganze dann auf einmal für ein paar Millionen verkaufen. Zum Beispiel WhatsApp war ja so ein Ding. Über Nacht. Über Nacht. Was man allerdings nicht sieht, ist die ganze Arbeit, die dahinter steht und die ganzen Projekte, die davor stehen und die ganzen tausenden Stunden, die die Jungs oder Mädels da rein investiert haben, um dieses Ziel zu erreichen. Sprich, wartet nicht darauf, dass ihr irgendwann die perfekte Möglichkeit bekommt für euren Traumjob und sitzt bis dahin nur rum. Nee, setzt jeden Tag einen kleinen Schritt in die Richtung, um euer Ziel zu erreichen. Ich meine, so erreicht man hier das Ziel. Ich sage immer, Konsistenz über Intensität. Ihr wollt besser aussehen? Okay. Geht jeden Tag trainieren. Das heißt nicht, dass ihr euch jetzt jeden Tag fertig machen sollt. Das sieht man häufig, wenn Frühjahr ist, Januar, er geht ins Fitnessstudio, bam, das ganze Fitnessstudio ist voll und alle hart am Trainieren und am nächsten Tag liegen dann die ganzen Neulinge im Bett voller Muskelkater und sagen sich, ich hasse es und gehen nie wieder. Gehen vielleicht noch ein zweites Mal, mögen es dann auch nicht, weil sie überfordern sich komplett. Der Körper muss sich darauf aufbauen. Und das ist bei allen Dingen auch so. Es ist also Konsistenz über Intensität. Geht nicht hin und ballert euch direkt vollkommen fertig beim Training oder beim Lernen oder beim Arbeiten, was auch immer euer Ding gerade ist, sondern sagt euch, okay, die nächsten 30 Tage mache ich das jeden Tag. Falls ihr euch erinnert, ich habe letzte Woche ein Video gemacht über, wie werde ich disziplinierter. Da ist genau das Ding. Ihr müsst daraus eine Routine machen, dass ihr jeden Tag einen kleinen Schritt in Richtung des Ziels geht. Nicht versuchen, einen Tag diesen riesigen Sprung zu machen, sondern jeden Tag immer schön einen kleinen Schritt machen. Also, Sport ist und bleibt das einfachste Feld, um das Ganze zu erklären, weil man die schöne Metapher auf alles andere übertragen kann. Geht einfach mal 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio. Macht jeden Tag nur ein bisschen. Ganz ehrlich, wenn ihr kompletter Neuling seid, bringt es euch nicht direkt irgendwie maximal Gewicht Bankdrücken zu machen und Kniebeugen und direkt irgendwie eine Stunde zu joggen. Was meint ihr, wie ihr am nächsten Tag aus dem Bett kommt? Alles tut weh. Und das wird auch bei allen anderen Sachen so sein. Ihr wollt besser an der Uni werden? Okay. Nehmt euch jeden Tag ein bisschen mehr vor. Wenn ihr euch direkt hinsetzt und 8 Stunden versucht durchzulernen, erstmal zieht das euch ziemlich viel Energie ab. Es macht euch keinen Spaß. Ihr braucht komplett eure Willenskraft auf und am nächsten Tag ist es dann wieder kein Bock. Sondern haltet dieses Konzept im Kopf. Intensität über Konsistenz. Konzentriert euch erst auf die, andersrum, Konsistenz über Intensität. Konzentriert euch erst auf die Konsistenz und dann auf die Intensität. Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt einen Monat lang jeden Tag trainiert im Fitnessstudio, vielleicht nur ein bisschen, vielleicht montags irgendwie eine halbe Stunde joggen, dienstags ein bisschen Oberkörper trainieren, mittwochs ein bisschen Beine trainieren, donnerstags ein bisschen Cardio und Stretchen, freitags ein bisschen Ganzkörpertraining, samstags vielleicht ein bisschen Yoga und sonntags vielleicht nur Stretchen oder so. Damit überfordert ihr euch nicht, aber ihr baut alles kontinuierlich auf. Und wenn ihr das einen Monat macht, okay, ihr habt die Konsistenz drin. Jetzt könnt ihr die Intensität hochschrauben. Und das ist bei jedem anderen Bereich auch so. Ihr wollt in der Schule besser werden, in der Uni, ihr wollt eure Projekte schneller fertig machen, okay? Konsistenz ist Schritt 1. Konsistenz. Und dann kommt die Intensität. Ihr schafft es dann zum Beispiel jetzt so einen Monat lang, jeden Tag nehmt ihr euch vor, eine halbe Stunde zu lernen. Lernt jeden Tag eine halbe Stunde und dann denkt ihr euch, ah, das ist ja voll easy. Und ihr kriegt dieses Erfolgserlebnis, weil ihr jetzt 30 Tage durchhaltet und nicht so krass demotiviert werdet, weil eine halbe Stunde Willenskraft kann jeder aufbringen. Aber dann aber 6 Stunden jeden Tag. Das ist von gleich auf jetzt ein bisschen viel. Das kann euch überfordern. Sprich, nehmt euch für jeden Tag ein bisschen vor, bis ihr diese Konsistenz drin habt und dann Intensität hoch. D-d-d-d-d-d. Cool. So, also, nehmt euch das zu Herzen. Babyschritte, macht die Konsistenz raus, Intensität hochschrauben. Das könnt ihr in jedem Lebensbereich machen. Und ich würde sagen, teilt das Video. Daumen hoch, Daumen runter. Abonniert und wir sehen uns morgen. Ciao.